Sie haben eine gentechnische Forschungsinstitution hier in der Gegend installiert. Sie investieren sehr, sehr viel Geld in diese Forschung und wir wollen auch, dass diese Forschung im Lande bleibt. Wenn Sie das Programm der Grünen lesen, werden Sie feststellen, Sie sind gegen alles, was nur das Wörtchen Gen in sich führt. Und das führt natürlich irgendwann dazu, dass diese riesige Investition, die für die Region hier unten, aber auch für das Land wichtig ist, irgendwann aus dem Land getrieben wird. Das wollen wir nicht. Natürlich müssen Forschungsergebnisse verantwortungsvoll umgesetzt werden. Aber man muss auch forschen können, man muss neugierig bleiben auf Neues. Und das, was die BASF und andere in diesem Lande machen, ist für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes wichtig und soll auch zukünftig möglich sein. Wir wollen eben nicht, dass auch in schwierigen Feldern die Forschung eingestellt wird und damit Entwicklungschancen für unser Land verbaut werden. Auch da sind wir ganz anderer Auffassung als die Grünen. Und wer verspricht, dass er in 20 Jahren Rheinland-Pfalz rund um die Uhr zu bezahlbaren Konditionen mit Strom versorgen will aus erneuerbaren Energien, der muss auch klipp und klar sagen, wie. Und das bedeutet eben nach derzeitigem Stand der Technik Pumpspeicherkraftwerke, das bedeutet neue Stromtrassen, die von überall her dann zu errichten sind. Und solange wir das nicht haben, kann das nicht funktionieren. Und wer das haben will, der muss eben auch sagen, dass es bedeutet, dass wir an anderer Stelle dann Eingriffe in die Natur vornehmen müssen. Und es kann nicht sagen, dass ich eine Wohlfühlpolitik verkaufe und dann dort vor Ort, wo die Dinge dann umgesetzt werden, auch dagegen bin. Sie können nicht gegen alles sein. Und deswegen muss die Tarnkappe dieses grünen Programms auch ein Stück weit weggezogen werden. Und deswegen muss man auch klipp und klar sagen, so wie Sie es sich vorstellen, funktioniert es nicht. Auch nicht in 20 Jahren. Und wenn es eine solche vernünftige Alternative gäbe, wären wir Liberalen die Letzten, die ihr nicht folgen würden. Nur sie muss überzeugend dargeboten werden und das tun sie bisher nicht. Und deswegen ist es einfach ein Stück weit heuchlerisch zu sagen, wir sind gegen Kernkraft, aber wir sind auch sonst gegen alles, was nötig ist, um sicherzustellen, dass das, was sie eigentlich wollen, funktioniert. Auch das muss man im Rahmen eines Wahlkampfes klipp und klar sagen.